Es gibt kaum Bereiche in der Juristerei, über die so viele Gerüchte kursieren wie über die Datenschutzgrundverordnung. Wir als Pipedrive-Experten werden immer wieder darauf angesprochen, wie man damit umgeht. Ja? Und deswegen haben wir heute einen absoluten Experten in dem Bereich zu Gast. Das ist der Rechtsanwalt Dr. Thomas Schulte aus Berlin. Hallo Thomas. Ja, Hallöchen. Es ist schon richtig. Es gibt ja unter den Juristen das Gerücht, dass niemand die Datenschutzgrundverordnung von vorne bis hinten gelesen hat. Selbst diejenigen, die sie geschrieben haben. Weil wer ist in der Lage, ein Buch zu lesen, einen Gesetzestext, das länger ist als die Bibel? Und deshalb gibt es ja auch so viele Ängste, Befürchtungen. Ist ja so ein bisschen wie ein Gruselkabinett des Rechts. Schlimme Strafen und man weiß nicht, wie man sich richtig verhält. Und ich glaube, darüber wollen wir heute mal sprechen. Genauso ist es. Und da wir Geschäftsführer immer mit einem halben Bein im Gefängnis stehen, wie ich einmal gelesen habe, ist es schon wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, aber wir wollen die Gerüchte aus dem Weg räumen. Thomas, du arbeitest ja auch mit Pipedrive. Was ist das Erste oder was hast du dir angeschaut, bevor du Pipedrive implementiert hast bei dir? Ja, das, also sagen wir mal ganz kurz zum, ganz kurz. Also in Amerika gehören die Daten dem Kapitalismus, in Asien, sagen wir in China gehören sie dem Staat und in Europa gehören sie bekanntlich dem Kunden, dem Verbraucher, dem Endnutzer. Und das ist so eine andere Kultur, insbesondere ja, weil die ganze Struktur des Internets, die ganzen großen Player, Amazon, Google, Facebook, also Meta, die kommen ja alle aus Amerika. Da crasht also sozusagen diese Mentalität, Datenfreiheit auf diese europäische Datenschutz. Und nun ist es ja so, dass es da um ein Wohlverhalten geht, was im internen Bereich stattfindet. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn jetzt Datenschutz so wäre, wir tragen alle eine Mütze, dann kann ja jeder überall gucken, haben die Leute eine Mütze auf oder so ein Helm bei der Baustelle. Da kann man das einfach überprüfen, ob die Leute sich richtig verhalten. Beim Datenschutz ist das eine interne Geschichte und weil das intern ist und nicht so geprüft werden kann, hat man gleichzeitig gesagt, da machen wir riesenfette Strafen in diesem europäischen Recht. Und deshalb gibt es ja so viel Ängste, also es gibt ganz, ganz viele diffuse Pflichten. Und eine Riesenstrafe. Und deshalb mag das Rechtsgebiet auch keiner. Und als ich dann bei Pipedrive ist es ja so, wenn ich als Unternehmer meine Daten Dritten gebe, dann habe ich nach diesem Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung eine Pflicht. Ich muss prüfen, ist der per se sozusagen seriös und verspricht er mir auch, sich an das europäische Datenschutzrecht zu halten. Und das nennt man Auftragsdatenverarbeitung und das ist der Vertrag, der eigentlich den Dreh- und Angelpunkt bildet, wenn man also Pipedrive implementiert bei sich in dem Unternehmen, dass man an diesen Vertrag denkt. Genau, das ist ein Standardvertrag typischerweise, den kann man sich runterladen bei Pipedrive direkt. Wir auf unserer Seite haben den auch mal zusammengesammelt, zusammen mit allen anderen Informationen, die es zum Datenschutz gibt. Also wenn man Pipedrive und Datenschutz googelt, kommt unsere Seite tatsächlich auf Nummer 2 und da findet man alle Daten zusammen. Insbesondere auch die Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Genau. Da ist eigentlich die Idee, wie man holt sich einen Babysitter und der muss per se erstmal qualifiziert sein. Und wenn man sozusagen die Daten weitergibt, also es muss eine ordentliche Person sein und die darf also auch nicht betrunken sein. Die muss einem sozusagen, wenn man das Kind übergibt und ins Kino geht als Mutter und Vater, versprechen, ich werde mich ordentlich in Richtung Kinder verhalten. Und das ist sozusagen Auftragsdatenverarbeitung. Das ist das A und O. Vorteil von Pipedrive, es ist ein europäisches Unternehmen, also unterliegt dieser Rechtstradition und auch dem Rechtsregime wie alle in Europa, weil es ja eine europäische Norm ist, die Datenschutzgrundverordnung. Und die Daten sind in Europa. Das ist erst einmal, das lässt den Datenschutzbeauftragten in dem Unternehmen erstmal so Gott sei Dank aufatmen und sagt, jetzt ist erstmal die erste Voraussetzung, um überhaupt so eine Software genial, wie sie ist, benutzen zu dürfen. Also ich kann erstens einmal sagen, Pipedrive, europäisches Unternehmen, unterliegt dem gleichen Rechtssystem wie ich. Das ist einmal Haken dran. Zweitens kann ich sagen, Pipedrive hat eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung, das heißt, sie kümmern sich um dieses Thema, sie nehmen das Thema ernst. Sie müssen es versprechen es einem. Auch dort können wir auch nicht reinschauen. Das heißt, die Verpflichtung, die wir haben als sozusagen eigene Datenschützer und diejenigen, die sich ans Datenschutzrecht halten wollen, wir müssen einfach nur sozusagen den Vertrag abschließen und sagen, es ist eine ordentliche Firma, die werden sich darum kümmern, weil mehr können wir nicht. Wir brauchen nicht Verantwortung. Wir brauchen nicht jeden Passus durchzulesen und hinterfragen, ob das richtig ist, was da drin steht. Das darf man einen Juristen niemals fragen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, keiner hat die Datenschutzgrundverordnung von Anfang bis Ende gelesen, ist das mehr so rechtstheoretisch. Natürlich haben die alle gelesen und auch alle Verträge, die man anklickt und als Unternehmer unterschreibt, hat man natürlich von vorne bis hinten gelesen. Man hat schon gelesen, aber wie ist es mir zuzumuten, dass ich jeden einzelnen Passus da drinnen auch überprüfe, ob das so stimmt? Nein, das ist ein ganz heißes Thema, Arbeitsteilung, Verantwortung in der Rechtsordnung. Per se kann man wohl sagen, dass wenn mir ein seriöser Marktteilnehmer rechtskonformes Verhalten verspricht, dass ich mich erst einmal verlassen kann, das ist ja dieser Vertrauensgrundsatz, der sozusagen das kapitalistische Miteinander in unseren Volkswirtschaften prägt. Gut, wir haben diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung. Was gehört noch dazu? Was müssen wir uns noch anschauen? Da gibt es ja diese berühmten technischen Richtlinien, die wir noch brauchen. Und das Dritte, das gebe ich jetzt zurück an dich, sag, was ist das Dritte? Die 7 Subprozessorenliste. Genau, das ist ja so, guck mal, das ist ja, häufig geht es von dem einen zu dem nächsten. Beispiel, man muss dann die prüfen und unterschreiben, dass man einverstanden ist, dass es an seriöse von Pipedrive weitergeleitet werden kann. Also, dass die sozusagen sich wiederum Dritter bedienen können. Beispiel aus dem Alltag, wenn man kleine Kinder hat. Mutter und Vater dürfen jetzt also eine seriöse Babysitterin einstellen. Und die darf dann auch sagen, du, um 9:30 muss ich nach Hause, darf das meine Schwester wohl weitermachen? Die ist auch schon Kindergärtnerin und ganz vernünftig und nicht mein schwer alkoholisierter, drogensüchtiger 55-jähriger Nachbar. Dann natürlich nicht. Also das ist sozusagen die Möglichkeit, während eines laufenden Vertragsverhältnisses einen anderen mit reinzunehmen. Mhm. Blödes Beispiel mit diesem Kindergarten. Ich finde es super. Fast so gut wie das Beispiel mit den Hüten. Ja. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Babysitterin Pipedrive ihre Schwester auch schon geprüft hat im Vorfeld, dass die Richtig, dass sie da mitmachen darf und mit ins Haus darf. Ja, da hat es übrigens vor kurzem eine Änderung gegeben. Pipedrive ist ja gestern, glaube ich, live gegangen mit den Funktionen von der künstlichen Intelligenz. Und dahinter steckt eine neue, ja, ein Drittanbieter, Subprozessor. Wenn jemand sehr interessiert ist, kann er da mal reinschauen, gibt es was Neues. Ja? Nein, ich habe das auch schon begeistert, also ich gehe jetzt ja vom Thema Datenschutz weg, begeistert ausprobiert, ist ja genial. Hm. Also Pipedrive ist ja sowieso unsere Göttin, und gleich nach unserer Mutter. Ne? Und es ist wirklich ein super Programm, was ja unheimlich hilft und wichtig ist natürlich, wenn ich es nicht benutzen darf, darf ich es nicht benutzen. Deshalb ist ja der Datenschutz immer so eine Hürde. Kann ich das überhaupt in meinem Unternehmen nutzen? Muss man halt einmal abhaken, bevor man mit den tollen Spielzeugen spielen darf. Gell? Man muss erst einen Führerschein haben, bevor man sagt, man kann mit dem Auto fahren. Richtig. Datenschutz ist abgehakt. Es gibt eine Funktion, ich glaube, ihr verwendet sie nicht, gell? Aber das ist die Funktion der Webbesucher. Ja? Pipedrive kann ja auch mit einem Subprozessor namens Leadfeeder, Dealfront heutzutage, kann ja die IP-Adresse von einem Webbesucher erkennen. Ja, die IP-Adresse ist natürlich keine personenbezogene Information, sondern bezieht sich aufs Unternehmen. Also die IP-Adresse, die hinterlegt ist bei Muss ich aus Datenschutzsicht etwas Besonderes beachten? Würde dann die Formulierung, die Pipedrive vorschlägt auf der Internetseite oder die ihr habt, in meine Datenschutzerklärung auf meine Webseite auf jeden Fall packen. Das sollte man schon reingeben, gell? Ja, das sollte man machen. Die Leute sollten wissen, was passiert mit ihren Daten, wenn sie... Ja, wir haben ja im das Datenschutzrecht, gibt es ja die Grundsätze Datensparsamkeit, Datenkompatibilität, dass ich auch Datenschutz betreiben muss in Bezug auf meine eigenen Mitarbeiter und nicht nur aufgrund von meiner Kunden und all diese Grundsätze. Die muss ich natürlich berücksichtigen. Ich würde dann immer wie folgt vorgehen. Wenn man, sagen wir mal, einen Kuchen nicht in Gänze auf einmal essen kann, dann sollte man den versuchen, in kleinere Stücke zu machen. Das heißt, natürlich ist meine Internetseite etwas anderes als das, was ich mit meinen Mitarbeitern mache, also was meine Personalabteilung macht, als das, was mein Vertrieb macht. Und man muss, glaube ich, dann jedes Mal auch diesen Aspekt des Datenschutzes jeweils so als kleinen Kuchenstück
irgendwie mitnehmen und aufessen. Hilft alles nichts. Das heißt, dein Rat ist, dass man sich die einzelnen Themen anschaut. Und genau. Ich denke, dass das, sonst könnten wir hier eine dreistündige Vorlesung machen über Datenschutzrecht in den verschiedenen Aspekten. Aber die Dienstleister, die Moduldienstleister, die man in der Regel hat, decken das nach meiner Erfahrung in der Regel sehr gut ab. Mhm. Und das heißt, wenn ich eine Webseite gestalte, dass ich mich dann an das halte, was dort bewährt und anerkannt ist. Genauso, wenn ich in meiner Personalabteilung mit meinen Daten für meine Mitarbeiter, mit meinen Mitarbeitern da irgendwo spiele. Verstanden. Okay, also wir den kleinen Kuchen Webbesucher haken wir dadurch ab, dass wir den vorgeschlagenen Text von unserer Webseite nehmen können. Das, was auf unserer Webseite steht oder auch was Pipedrive da anbietet, das sind natürlich nur Vorschläge. Ob das wirklich funktioniert, das müssen Sie selber Ihren Datenschutzbeauftragten fragen. Ja, das ist natürlich immer so. Auch selbstverständlich bei so einer Diskussion immer der Vorbehalt, individuelle Prüfung, das kann hier keine Rechtsberatung ersetzen, aber der reine grundsätzliche Gedanke, dass man erstmal sagen muss, Datenschutzrecht ist so viel. Man hat ja früher die Doofen in der Juristerei, die hat man ja zum Datenschutz abgeschoben vor 30 Jahren, als ich noch studierte. Und heute ist das sozusagen eine hochkomplexe Materie, die ist inmitten der Unternehmen ist, also mitten im Rechtskreis angekommen. Heute ist das von großer Wichtigkeit. Macht total Sinn. Ist auch wichtig. Gerade, dass man wieder mal die Augen geöffnet mit den Chinesen, denen die Daten gehören, mit den Amerikanern, wo die Daten im Geld gehören und uns gehören die Daten selbst. Ist ein wichtiges Thema. Das ist tatsächlich auch eine Frage der Rechtskultur und man sollte das nicht unterschätzen. Die Europäische Union, die haut richtig dazwischen, weil man stellt sich ja immer die Frage, wer kann sozusagen die Internetgiganten stoppen? Ja, die Leute aus Brüssel. Da sitzt dann irgendein Beamter und füllt ein Formular aus und auf einmal haben die 5 Milliarden Dollar Strafe zu bezahlen. Mhm. Natürlich kann man das alles rechtlich anfechten, aber die sind da schon sehr aktiv in Brüssel. Ist letztendlich deren Job. Was ich auch heraushöre, ist, wenn man bei diesem kleinen Kuchenstück dürfen wir Pipedrive verwenden, heraushöre, ja, man muss nicht jedes Detail selber prüfen. Pipedrive hat das geprüft und auch die... Mit Pipedrive arbeiten mehr als 100.000 Organisationen jetzt weltweit. Ich kann davon ausgehen, dass 10.000, 15.000 damit allein in Deutschland arbeiten. Wie viele in der EU sind, weiß ich nicht. Sehr viele von denen haben Pipedrive schon geprüft. Also ja, das ist für mich ein Zeichen. Auch im Datenschutz gibt es viele Bereiche, die sind noch nicht völlig rechtlich geklärt. Und da ist es jetzt so, dass man auch so eine gewisse Kultur der häufig internen und externen Datenschutzbeauftragten trifft und manche sind ja sehr, sehr streng. Das hast du sicherlich auch in der Praxis bei Beratungsdienstleistungen rund um Pipedrive erlebt, dass da und andere sind da etwas zurückhaltender. In der Mitte ist meist der richtige Weg. Ne? Das sagt jedenfalls der griechische Philosoph Ovid. Das ist ja immer so ein Partythema, das man den Philosophen zitieren kann. Der Datenschutz, der kam wie eine Wucht 2018 sozusagen, war das Partythema, das Angstthema. Und wir haben jetzt ja herausarbeiten können, dann können wir auch gleich jetzt mal aufhören mit diesem Gespräch und uns anderen Themen zuwenden, nämlich wie nutzt man Pipedrive und solche tollen Sachen und warum das so ein tolles Programm ist. Das ist rechtlich in Ordnung und man kann das ruhig benutzen. Gut. Das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Über das Thema, was dürfen wir alles abspeichern im Pipedrive, ich glaube, das wäre ein eigenes Video wert, gell? Oder wollen wir darüber noch was? Ja, reden wir anders einmal drüber. Thomas, wenn Leute toll finden, was du jetzt gesagt hast, wovon ich ausgehe, und sie überlegen, können wir nicht die Dienste vom Thomas irgendwie in Anspruch nehmen? Was sind denn deine liebsten Telefonate, die du entgegennimmst? Mit welchen Themen können Menschen zu dir kommen? Also, was wir ja meistens machen, Internet hat ja das hat ja ein Ziel, nicht? Und die Diskussionen sind ja immer, welches Ziel verfolge ich zum Beispiel mit dem Internet? Und daraus kommen ja auch dann rechtliche Fragen. Und am liebsten habe ich eigentlich, wenn jemand offen sein Problem schildert und sagt, was würden Sie tun? Und wenn man dann eine gemeinsame Strategie entwickelt hat, dass man dann die Frage bekommt, wie kann ich Sie unterstützen, damit wir dieses Ziel erreichen. Eins der großen Herausforderungen, die ja heutzutage mit dem Internet verbunden sind, ist das zu viel an Daten. Mhm. Also dass dieses Verrückte, dass man zum Beispiel, wenn man einen Konflikt hat,
dass man dann hunderte von WhatsApp-Verläufen und E-Mails hat, was ja im Grunde die Herausarbeitung des Kernes eines Konfliktes erschwert, weil das eben so ein Datenmüll ist. Und ich glaube, das ist auch noch eine Frage der Kultur des Umgangs miteinander, dass man vermutlich weniger ist, teilweise mehr. Das heißt, wenn mein Problem ist, dass so viel an Daten über mich im Internet zu finden sind zum Beispiel, dann komme ich zu dir oder zu ja, wenig? Das ist ja Medien- und Reputationsrecht. Das ist einer unserer Dinge, die uns bewegen. Ich glaube, da wird dir nicht langweilig. Gell? Thomas, wo erreicht man dich am besten? Unter welchen Kanälen? Ja, ich bin, habe ja meine Internetpräsenzen, seitdem es das Internet gibt. Ich bin ja hier schon etwas älter. Und was wir meistens machen, ist ja dann einen Zoom-Call oder einen Google Meet nutzen, um sich einmal abzustimmen. Und das geht ja mit diesen üblichen Methoden. Die Jungen telefonieren nicht mehr so viel wie die Alten. Also in der Regel erhalte ich zum Beispiel E-Mails und dann machen wir Online-Konferenzen. Fast, wir werden deine Kontaktdaten einblenden. Letzte Frage, was sind deine Lieblingsfunktionen im Pipedrive? Für was verwendest du es am liebsten? Also ich benutze das eigentlich, das leitet sich ja ab von einem E-Mail-Programm im Grunde. Nicht? Und die E-Mails sind ja, haben sich ja durchgesetzt, sowohl geschäftlich als auch privat. Und ich mache damit im Grunde Mandantenverwaltung, wieder Vorlagenapparat. Das heißt, bei mir sind sozusagen diese Deals, die es gibt, das sind Mandantenakten. Und ich genieße das, dass das so einfach ist, dass das so preiswert ist, dass man das als Team machen kann, dass jeder gleichzeitig alles weiß, dass man es auf einer Ebene hat, dass man es online basiert. Das ist also genial. Und das ist ja auch noch, was ich absolut spitze finde. Ich habe ja 6 Kinder. Es ist auch noch preiswert. Das ist, mit 6 Kindern, das ist wichtig. Thomas, ich kann mich erinnern, bei deiner ersten Anfrage bei uns, ob wir dich nicht bei der Implementierung unterstützen können, habe ich sofort reagiert mit, freut mich sehr, dass ich auch sehe, dass ein Anwalt mit Pipedrive arbeitet, weil deine Zunft macht das noch viel zu wenig. Ich mache das, finde das sinnvoll, das empfehle es auch allen Kollegen. Das freut mich sehr. Thomas, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ihnen kann ich nur raten, wenn Sie ein Thema haben rund um Internet, was auch immer das betrifft, Sie wissen, wo Sie den Thomas finden. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Bis dann. Tschüss. Ciao.